Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. Geht das jetzt immer so weiter und wie wird es enden? Die Fragen heute Abend nach dem israelischen Vergeltungsschlag auf Ziele im Iran. Es gehört zu den Eigenheiten des Nahen Ostens, dass selbst ein Luftangriff wie der letzte Nacht fast schon erleichtert kommentiert wird. Gesichtswahrend für beide Seiten. So hat Israel keine Ölfelder oder gar die Atomanlagen ins Visier genommen und Iran bemühte sich sofort, den Erfolg der Angriffe herunterzuspielen. Da tasten sich zwei Staaten am Rand einer katastrophalen Eskalation entlang und wissen, dass das jederzeit schiefgehen kann. Kamran Safjarian. Teheran, kurz nach Mitternacht Ortszeit. Die Menschen werden von heftigen Explosionen geweckt. Israelische Kampfjets bombardieren Ziele in Teheran und zwei weiteren Provinzen. Später lange Schlangen an den Tankstellen der Hauptstadt. Noch Stunden nach den Angriffen stehen viele unter Schock. Ich hatte Nachtschicht. Wir hörten plötzlich heftige Explosionen. Warum können wir nicht einfach nur in Ruhe leben? Wir haben Angst vor einem Krieg und allem, was damit zusammenhängt. Israelische Kampfjets kurz vor dem Angriff. Ziel der Operation Tage der Umkehr sind iranische Raketenfabriken und Abschussanlagen in den Provinzen Teheran sowie Ilam und Khuzestan. Dieses Video soll einen zerstörten Industriekomplex in Shams Abad bei Teheran zeigen. Für Israel ist die Operation heute die Vergeltung für den iranischen Angriff Anfang Oktober. Der Angriff ist abgeschlossen. Wir haben gezielte und präzise Angriffe auf militärische Ziele in Iran durchgeführt und damit unmittelbare Bedrohungen für den Staat Israel abgewehrt. Iran spricht von begrenzten Schäden und bisher 4 toten Soldaten. Weder Irans Ölinfrastruktur, wie hier in Abadan, noch die Atomanlagen wurden von Israel ins Visier genommen. Auf Israels Straßen heute unterschiedliche Reaktionen zum Angriff. Wir mussten zurückschlagen, um zu zeigen, dass wir unsere Prinzipien und unser Land verteidigen. Ich will einfach nur, dass alles vorbei ist. Die Iraner sind nicht meine Feinde. Die US-Regierung war über den Angriff vorab informiert. Präsident Biden hofft auf ein Ende der Eskalation. Auch Bundeskanzler Scholz mahnt aus dem indischen Goa zur Zurückhaltung. Deshalb ist auch meine Botschaft an die iranische Regierung ganz klar. Das sollte jetzt nicht immer weitergehen, indem jetzt massive eskalatorische Reaktionen stattfinden, sondern es muss jetzt einmal zu einem Ende kommen. Doch ob es zu einem Ende kommt, ob und wie Teheran reagieren wird, wird sich zeigen. Ja, noch einige Fragen bringen wir also unsere Korrespondenten mit dazu. Zunächst Torge Bode in Tel Aviv. Torge, guten Abend. Wenn jetzt selbst der Oppositionsführer in Israel den Umfang der Angriffe für zu klein hält, kann man dann sagen, der Druck aus Washington, nicht zu hart zuzuschlagen, hat doch gewirkt? Ja, ich glaube, das kann man so sagen, denn dass es sich bei den Zielen, die da in der vergangenen Nacht angegriffen worden sind, ausschließlich um militärische Ziele gehandelt hat, das ist für Beobachter dann doch ein Ergebnis von intensiven Gesprächen zwischen Israel und den USA in den vergangenen Tagen und Wochen. Der Verbündete USA hat ja Israel immer wieder eindringlich davor gewarnt, Ziele im Iran anzugreifen, wie zum Beispiel Ölfelder oder Atomanlagen, denn das hätte diese Konfrontation auf eine Ebene gehoben, da mag man sich die Konsequenzen gar nicht vorstellen. Jetzt hat man sich also für einen Vergeltungsschlag entschieden, der dem Iran Optionen lässt. Und das ist das Entscheidende. Es gibt jetzt die Option, ja, ich sag's mal ganz salopp, dass der Iran es gut sein lässt. Denn so heftig waren die Angriffe der vergangenen Nacht nicht, als dass der Iran da jetzt zwingend drauf reagieren muss. Also wie sich das jetzt entwickelt und ob es jetzt einen Gegenschlag geben wird, das ist jetzt die entscheidende Frage, die sich hier stellt. Und das ist das, was alle jetzt auch in der nächsten Zeit hier beobachten werden. Dann gucken wir auf die iranische Seite für Begar. Nach der Logik dieser Region liegt der Ball jetzt also wieder in Teheran. Was kann man denn über eine mögliche abermalige Reaktion von dort sagen nach diesem Tag?
Ja, im Moment lässt sich noch nicht abschätzen, welche Option der Iran ziehen wird, ob es eher Richtung Eskalation oder Deeskalation geht. Den Tag über konnte man beobachten, wie Teheran bemüht war, die Ausmaße des israelischen Angriffs als überschaubar und harmlos darzustellen. Das Staatsfernsehen hat da einen ganz wichtigen Beitrag geliefert und hat zum Beispiel betont, wie gut die Flugabwehr reagiert habe und dass das Leben in Iran jetzt eben heute ganz normal weitergehen würde. Da konnte man den Eindruck bekommen, dass Teheran sich selbst und seinem Volk eben Argumente liefert, weswegen dieser Angriff vielleicht gar nicht oder zumindest nicht sonderlich kraftvoll beantwortet werden müsste. Allerdings muss man sagen, dass sich bei vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit die Hardliner schon öfter mal mit Verzögerung, dann aber besonders laut zu Wort gemeldet haben und zum Beispiel blutige Rache gefordert haben. Heute hat das iranische Außenministerium darauf gepocht, dass das Land das Recht und auch die Pflicht habe, sich gegen einen solchen Angriff zu verteidigen. Und im Süden der Hauptstadt, da ist heute Abend eine haushohe Plakatwand aufgetaucht. Dort steht auf Hebräisch: Ein weiterer Sturm wird kommen. Das ist eine deutliche Anspielung auf den Überfall der Hamas vom 7. Oktober. So ein vorsichtiges Durchatmen vielleicht für den Moment, aber die Spannung, die Anspannung bleibt natürlich für Betorge. Herzlichen Dank. Und damit nach Deutschland, wo CDU-Chef Friedrich Merz seinen Auftritt hat beim Bundeskongress der CDU-Parteijugend und gefeiert wurde, als wäre er schon das, was er werden will, Bundeskanzler. Seine Landesparteichefs in Sachsen und Thüringen erleben beim Versuch, dort jeweils Regierungschef zu bleiben bzw. zu werden, wie schwierig das ist in einem zerklüfteten Parteiensystem, in dem die CDU plötzlich mit dem BSW zu Gesprächen zusammensitzt. Gespräche, die gerade sowohl in Sachsen als auch in Thüringen zu scheitern drohen. Und so muss sich das Märzfest der Jungen Union heute durchaus an der harten Realität messen lassen. Mathis Feldhoff. Es ist ein Auftritt, der irgendwie noch etwas falsch wirkt. Die Junge Union empfängt ihren Kanzlerkandidaten so, als ob die Mühen des Wahlkampfes und die Suche nach akzeptablen Koalitionspartnern längst geschafft wären. Und wir geben alles dafür, dass der nächste Deutschlandtag der erste Deutschlandtag wird mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz. Dabei ist das derzeit weder ausgemacht noch wirklich einfach für die Union. 750 Kilometer weiter südwestlich hat einer der CDU-Männer heute einen Auftritt, der gerade um ein völlig neues Bündnis ringt. Auf dem Stadtfest von Tengen will Michael Kretschmer nicht so richtig über seine Verhandlungen mit dem Bündnis von Sarah Wagenknecht reden. Was er sagt, klingt sehr nach Mut machen, auch sich selbst. Wir haben ja sehr viel Erfahrung mit Koalitionen. Wir haben es immer geschafft, am Ende einen klugen Plan zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass dieses stolze Land Sachsen am Ende auch eine Regierung bekommt, die eine bürgerliche Politik macht. Denn im Nachbarland Thüringen merkt man gerade, wo die Grenzen sind. Ein Kompromisspapier zur umstrittenen Präambel eines Koalitionsvertrages muss nach einem Einspruch aus Berlin von der Thüringer BSW-Vertreterin Katja Wolf wieder vom Tisch genommen werden. Der Grund, so heißt es, seien die Forderungen von Wagenknecht nach einem Stopp von Waffenlieferungen und den Verzicht auf Raketenstationierungen der USA. Die Frage ist das BSW eine Partei, die demokratisch ist, die demokratische Strukturen hat, wo auch Landesverbände selber denken können oder wo Landesverbände nur bloße Empfehlsempfänger von einer Diktatorin aus dem Berliner Politbüro sind. In Thüringen geht es auch darum, Björn Höcke als Ministerpräsidenten zu verhindern. Und Katja Wolf weiß das und Sarah Wagenknecht sind eben ihre persönlichen Ambitionen wichtiger als dieses Ziel. Der CDU-Chef hält sich bedeckt. Kein Wort zum BSW, keines zu Sarah Wagenknecht. Aber er weiß natürlich, dass seine Ostverbände kaum anders können. Eine Alternative, etwa mit der Alternative für Deutschland komme. Egal auf welcher Ebene, in den Ländern, im Bund und in der Europäischen Union, eine Zusammenarbeit mit denen, die sich Alternative für Deutschland nennen, nicht in Frage, liebe Freundinnen und Freunde. Das kommt nicht in Frage. Am Ende feiert die Parteijugend den Kandidaten wieder, als ob die komplizierten Koalitionsfragen längst gelöst seien. So, und jetzt die Übersicht über das, was auch noch wichtig ist heute mit dir, Gundula.
Zum Abschluss der deutsch-indischen Regierungskonsultationen war eine noch engere Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich das Thema. Bundeskanzler Scholz ging es beim Besuch deutscher Marineschiffe in Goa auch darum, geostrategische Unabhängigkeit zu demonstrieren. Die deutschen Schiffe hatten sich an einem Manöver der indischen Marine beteiligt. Scholz dankte den Soldaten für ihren Einsatz im Indopazifik, der der Freiheit der Seeschifffahrt diene. In der Ukraine sind infolge russischer Luftangriffe mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Die Attacken richteten sich auch wieder gegen die Region rund um Kiew. Weiter im Osten des Landes wurden mindestens 4 Erwachsene und ein Teenager getötet, als eine Rakete Wohnhäuser der Stadt Dnipro traf. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben außerdem etwa 20 weitere Menschen verletzt. Bei der Parlamentswahl in Georgien deutet sich nach ersten Auszählungen ein Sieg der Moskau-freundlichen Regierungspartei Georgischer Traum an. Das proeuropäische Oppositionsbündnis liegt derzeit deutlich dahinter. Überschattet wurde die Wahl von Vorwürfen der Wahlmanipulation und von Ausschreitungen. Vor mehreren Wahllokalen kam es zu Tumulten. Die Schuld daran gaben sich gegenseitig Vertreter der prorussischen Regierungspartei und des Oppositionsbündnisses der Proeuropäer. Brüssel oder Putin? Auch diese Abwägung steckt also hinter der Wahl in Georgien. Das macht sie so brisant. Gehen wir live in Georgiens Hauptstadt Tiflis zu Armin Körper. Hallo Armin, wie sieht denn der Ausgang jetzt nach dem ganz aktuellen Stand aus? Ich bin hier in der Zentrale der größten Oppositionspartei. Ich hatte gerade Gelegenheit, mit der Parteichefin zu sprechen. Und die hat mir gesagt, dass sie das Ergebnis nicht anerkennt und dass sie da mit den anderen Oppositionsparteien nach langen Beratungen heute Abend einig seien. Zuvor gegangen war, dass die Zentrale Wahlkommission nach 70% der Stimmen einen deutlichen Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum prognostiziert hat. Die Opposition unterstellt jetzt dieser Wahlkommission, parteiisch zu sein, der Regierung nahe zu stehen. Sie beruft sich dabei auf 2 unabhängige Untersuchungen von internationalen Instituten, die Nachwahlbefragungen durchgeführt hätten, die zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen seien. Das heißt, Armin, es wird also große Zweifel jetzt an dieser Wahl geben in den nächsten Tagen. Wie ist das einzuschätzen? Genau, diese Zweifel stehen jetzt im Raum. Es gab ja die Bilder heute von Tumulten vor Wahllokalen, von Manipulation, Einschüchterung und auch von tonnenweise Wahlzetteln, die da in Urnen gestopft wurden. Ich habe heute mit einem anderen Oppositionspolitiker gesprochen, der mir sagte, das seien Zustände wie in Venezuela. Da fragt man sich natürlich, wie es sein kann, dass Georgien ein Land ist, das von der EU im vergangenen Jahr den Beitrittskandidatenstatus bekommen hat. Am Ende dieses Tages bleibt für mich ein Satz im Kopf, den der sowjetische Diktator Josef Stalin mal gesagt hat: Wer die Stimmen abgibt, ist unentscheidend. Entscheidend ist, wer sie auszählt. Sagt Armin Körper live in Tiflis, Georgien. Armin, vielen Dank. Ganz anderes Thema jetzt. Ich hoffe, Sie fühlen sich gesund. Falls nicht, sind Sie zumindest nicht allein. Generell steigt in Deutschland die Zahl der Krankenstände. Diverse Umfragen zeigen ein Allzeithoch, und zwar auch im weltweiten Vergleich. Und ganz aktuell gilt besonders viele Ansteckungen, vor allem durch Rhinoviren und Corona. Die Folgen zeigt Petra Otto. Romy hat Glück, dass sie überhaupt in die Kita kann und Ilai auch. Die beiden Tage zuvor war hier alles dicht, aber dafür ist jetzt um 3 statt um 5 Uhr Schluss. 11 Erzieherinnen krank, fast die halbe Einrichtung. Erst Norovirus, jetzt die Atemwege, 3 Corona-Fälle. Die Leiterin Alma Cehit steht vor einem Chaos. So ein Fall wie dieses Jahr, also wie diese Woche, hatten wir noch nicht gehabt. Sogar in der Corona-Zeit war das nicht so schlimm. Kita zu geht eigentlich nicht, denn die Eltern müssen ja auch zur Arbeit. Bringen dann eben manchmal auch kranke Kinder. Ein Teufelskreis. Und sie versucht, das irgendwie zu jonglieren. Es ist ein Riesenaufwand, alles so zu stemmen und dann zusätzlich vor den Eltern dazustehen. Diese verlässliche Betreuung, die wir bieten, können wir das nicht immer machen. Und das macht uns zu schaffen. Ja.
Es hustet, es schnieft, es krächzt allüberall. Nichts groß Bedrohliches, was da umgeht. Nur wenige Klinikeinweisungen, aber viele Viren. 2024 schon jetzt ein Rekordjahr bei Krankschreibungen. Wir beobachten, dass Atemwegserkrankungen, akute Atemwegserkrankungen, Erkältung, Grippe, aber auch noch Corona zunehmen. Das sind teilweise auch noch Nachwirkungen der Pandemie. Das kommt jetzt geballt und das ist jetzt schon im dritten Jahr die Folge. Jetzt sind wir wieder auf Höchststand. Hochbetrieb im Hausarztzentrum Neulußheim im Rhein-Neckar-Kreis. Vieles fangen Sie hier auch mit Videosprechstunden ab. Es gibt mehr Atemwegserkrankungen und der eine Grund kann sein, dass unser Atemwegssystem durch die Corona doch sensibler geworden ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Leute mehr darauf achten. Viele tun eine Erkältung also nicht mehr einfach ab. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt das Übliche: Maske, Abstand halten, zu Hause bleiben und impfen, wie die Hausärztin. Wir raten zur Impfung gegen Influenza, Grippe. Wir raten zur Corona-Impfung bei den entsprechenden Altersgruppen und auch zur RSV-Impfung. Denn die eigentliche Grippewelle, die kommt erst noch. Und hier fehlt noch der Samstagsservice, die Gewinnzahlen vom Lotto. Ohne Gewähr. 5, 8, 16, 21, 43, 49, Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zf.de und im ZDF-Text. Das Herbstwetter bleibt überwiegend ruhig und im Süden auch wieder sonnig. Nur im Norden und Nordwesten dichte Wolken und etwas Regen, sonst teils Sonne, teils bedeckt oder neblig trüb. 13 bis 20 Grad. Und in den nächsten Tagen bleibt es so. Im Norden zeitweise Regen, sonst ruhiges Herbstwetter mit Wolken, Nebel und etwas Sonne, 12 bis 18 Grad. Jo, damit sagen wir beide Tschüss mit einer letzten wichtigen Nachricht. Es ist wieder soweit. Die Uhr wird heute Nacht wieder umgestellt, eine Stunde zurück. Das ist meine Lieblingszeitumstellung. Eine Stunde länger schlafen und ein Grund mehr, jetzt beim Sportstudio zu bleiben. Sven Voss und Tim Kleindienst sind da. Und wir morgen wieder. Bis dann, tschüss. Schönen Sonntag.